Oh Gott, darf man das? Nein! Was haben wir da eben gesehen? Darf man das? Das ist eine Frage, die ihr sehr, sehr oft gestellt habt. Was ich ganz witzig finde, und das möchte ich an diesem Punkt einmal ganz kurz sagen, ist, diese Videos, die ihr mir für dieses Format schickt, kommen immer so sehr impulsiv. Es ist nicht so, dass einer mir ein Video schickt, sondern es ist ungefähr gleich so, hey, hier ist 600.000 Mal das Video. Guck's dir an, Brudi. Dann habe ich es ungefähr 600.000 Mal gesehen und kann euch heute sagen, ist das erlaubt? Das hat er gerade nicht gemacht. Der Sicherheitssalamander hat es gemacht. Ha! Einmal habe ich euch was voraus. Tatsächlich habe ich diese Technik damals in Köln schon mal angewandt. Aber jetzt, mit meiner neuen Tischkreissäge, kann ich das zum ersten Mal genau so nachmachen wie die Amis und euch zeigen, ha! Ich bin verrückt geworden. Ha! Ach nee, doch nicht. Tatsächlich ist das eine Technik, die man schon durchaus machen kann. Ich weiß, warum ganz viele von euch denken, Digga, das ist doch alles falsch. Aber warum das geht, zeige ich euch heute. Zuallererst, normalerweise schieben wir Holz von vorne nach hinten durchs Sägeblatt. Das Sägeblatt sägt also so durch. Eine Sorge, die Leute immer wieder haben, wenn wir solche Sachen wie hier schief darüber schieben, Digga, seitliche Belastung eines Sägeblatts? Das ist korrekt. Um dem Ganzen etwas entgegenzugehen, müssen wir uns das Video nur genau anschauen. Wir sehen, genau wie bei mir, der Anschlag ist nicht in einem 90-Grad-Winkel zum Sägeblatt, sondern schief. Warum? Damit wir nicht komplett gegen das Sägeblatt drücken, sondern ein bisschen in den Zahn reinarbeiten. Das ist in einem gewissen Maße vollkommen in Ordnung. Das kann man so machen. Habt ihr gerade gesehen? Ich habe hier keinerlei Deflektion gehabt. Ich habe nicht in meinen Insert reingesägt. Es ist nichts passiert. Und wenn wir uns den ersten Schnitt angucken, sehen wir, dass ich tatsächlich da auch sehr viel Material auf einmal abgetragen habe. Und ich habe auch nicht aufs richtige Sägeblatt oder sonst irgendwas geachtet. Das ist einfach ein Universalblatt und es funktioniert. Sicherheitstechnisch ist das Ganze tatsächlich auch gar nicht so schlimm, wie die meisten denken. Und das liegt an einer ganz einfachen Sache. Wir müssen uns wie immer überlegen, was kann passieren? Ist es sicher oder nicht? Das zeigt uns heute der Tisch. Hä? Nee, so geht der Reim nicht, aber wir gucken uns das trotzdem an. Wenn wir das also von hier schieben, anders als jetzt mit meiner Hand, ich mache es nur für Anschauungszwecke so, schieben wir das hier so drüber. In welche Richtung dreht das Sägeblatt? Das Sägeblatt dreht zu mir. Das heißt, das Werkstück möchte, wenn überhaupt, zu mir gedrückt werden. Das geht aber nicht, da ist ja der Anschlag. Das heißt, es kann nicht zu mir schießen. Wo möchte es auch hin? Weil die Zähne natürlich zu einem großen Teil aufsteigend sind. Es möchte nach oben. Also, wenn wir hier drüber sind, nutzen wir etwas Wunderbares. Die Hand. Nein, natürlich nicht die Hand, sondern ein Schiebestock. Das sollte man tatsächlich nicht mit der Hand machen, falls es doch wegfliegt. Wir führen es also so hier drüber. Und tatsächlich kann gar nicht viel passieren. Wo soll das Stück Holz hin und was soll passieren? Das Sägeblatt sägt so, wie es soll. Wir sehen hier sehr, sehr viel feines Mehl. Wichtig, macht es, wenn in kleinen Durchgängen, dann ist das Sägeblatt weniger beansprucht und ihr habt auch nicht so viel Staub. Jetzt ist jetzt schon sehr, sehr viel Staub hier und je mehr Staub im Schnitt ist, desto schlechter wird die Qualität. Aber wir können natürlich problemlos in kleineren Durchgängen mehrmals das Stück hier drüber schieben. Es passiert tatsächlich gar nichts und was so gruselig aussieht, ist im Prinzip ganz sicher. Vor allen Dingen, wenn wir dann zu unserem Schiebestock noch ein weiteres Hilfsmittel nehmen. So können wir das Ganze vorsichtig am Anschlag führen, weiterhin nach unten Druck ausüben. Problem gelöst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei den meisten Leuten die Sorge bei dieser Technik eine sehr ähnliche ist, wie bei der Technik, die wir uns hier schon mal angeguckt haben, die Philipp Konter genutzt hat. Da hat er einen Rundstab hergestellt, indem er sein Holz über einem Sägeblatt hat rotieren lassen. Und auch das ist eine Technik, wie ich damals schon gesagt habe, die man durchaus anwenden kann, die gar nicht ganz so gefährlich ist, wie sie aussieht. Was ich natürlich auch ganz klar sage, natürlich sieht das gefährlich aus. Wir haben ein Sägeblatt, wir haben alle Safety-Features abgebaut, selbst den Parallelanschlag. Aber der bringt uns ja auch nichts, den brauchen wir in diesem Fall gar nicht. Und auch einen Spaltkeil brauchen wir nicht, denn Kickback kann hier in diesem Fall so nicht wirklich auftreten. Zumindest nicht in dem Fall, wie ein Spaltkeil das verhindern könnte, denn wir sägen ja gar nichts durch. Wir haben hier mehr oder weniger eine fräsende Anwendung.
Solche ähnlichen Fräser wie Sägeblätter gibt es für große Tischfräsen auch. Aber das kann natürlich nicht jeder wissen, das weiß ich auch, denn nicht jeder hat eine große Tischfräse. Also, diese Technik sieht gruselig aus und ich bin auch ganz ehrlich, als ich das allererste Mal gemacht habe, fand ich es auch ein bisschen gruselig. Und ich kann absolut verstehen, wenn ihr sagt, nice to know, Diggi, aber das mache ich nicht. Ganz viele Leute machen das nicht und das müsst ihr auch nicht. Aber um solche wunderbaren Profile wie hier herzustellen, ist das tatsächlich ein sehr effizienter und überraschenderweise auch relativ sicherer Weg. Ganz wichtig nochmal, der Anschlag sollte stabil sein, leicht schräg zum Sägeblatt und das Sägeblatt wirklich minimal immer nur anheben. So entfernt ihr wenig Material und habt wenig Druck auf dem Schnitt, beziehungsweise in dem Fall auf der fräsenden Schnittaktivität und so kommt ihr da ganz gut durch. Also, was soll ich sagen? Keiner hätte es gedacht, aber es funktioniert und es ist durchaus machbar. Also, wenn ihr es nachmachen wollt, bitte hört auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr euch denkt, ich möchte das nicht machen, dann lasst es. Und wenn ihr sagt, ey, das Gefühl, das ist relativ sicher, dann probiert es aus. Wichtig, macht sowas zu zweit. Falls im Zweifel zwei was ist, dann kann einer einschreiten, aber probiert es ruhig aus. Es ist in Ordnung. Jo. Und das lasse ich heute einfach mal so stehen, denn keiner hätte das gedacht, dass der Winkler das durchzieht. Aber ich bin für Überraschungen gut. Ohne Hut.